Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute wollen wir einfach mal ein kleines Feature vom Revi-Server sehen, nämlich das Replay-Plugin. Damit kann man, wenn man die Game-ID des Spieles findet, kann man dann nämlich das Spiel nochmal sehen, praktisch als Spectator. Und man kann das Spiel auch anhalten und so weiter und so fort. Diese Features werde ich euch alle noch vorstellen. Immer mit der Ruhe. So, dann können wir eigentlich... Oh, man kann auch die Geschwindigkeit ändern. Das heißt, wenn man es ganz eilig hat, kann man auch die Geschwindigkeit hochstellen. Oder halt auch verlangsamen, wenn man möchte. Aber ich würde einfach mal sagen, wir lassen das Spiel mal fortsetzen und gucken mir jetzt mal zu, wie ich diese Get-Down-Runde spiele. Denn ich hatte leider die gespielt und nicht aufgenommen. Und ja, man kann auch in diese Spieler praktisch reingehen, aber es ist halt ein bisschen verbuggt, dass man, naja, dass man so komisch springt, auch mit den Schatten am Boden. Es ist so ein bisschen verbuggt, aber gut. Und ja, werden wir uns einfach mal wieder aus meinem Körper begeben. Kann auch teilweise echt vorspulen. Achso, wir können ein bisschen... wir spulen einfach nur die Zeit mal ein bisschen an. Man kann auch neu starten und zu anderen Spielern springen, weil man möchte. Und ja, sage ich mal, wir spulen so minimal vor. Dass er halt so ein bisschen schneller unterwegs ist hier. Hier oben kann man auch noch in der Leiste sehen, bei welcher Sekunde bzw. Minute er momentan ist. Das Spiel praktisch. Und ja, gucken wir einfach mir mal zu, wie ich das hier noch versuche zu reißen. Und ja, ich glaube, gleich wird er auch finishen. Ja, jetzt bin ich nämlich hier low, glaube ich. Mal gucken. Ja, ich war low. Ja, gut. Und ja, dann ist die nächste Map Thunder. Ich glaube, da lief es so minimal besser. Ich muss mich erstmal wiederfinden, weil ich spawne nicht immer beim gleichen. Deswegen, let's go. Gucken wir einfach ein bisschen zu. Schade, waren Coins. Habe ich nicht genommen. Da wurde ich zurückgebuggt. Schon ein bisschen nervig. Und ja. Gucken wir mir einfach weiterhin zu. Ich auch noch. Ich glaube, da hatte ich... ganz oft bei Get Down ist es entweder bekomme ich halt Langsamkeit oder Blindheit. Also in diesem Game praktisch habe ich Langsamkeit und oder Blindheit mal bekommen. Aber auch ganz oft halt sowas wie Absorption, Resistance war richtig oft, Regeneration. Und ja, werden wir einfach nochmal gucken, wie es dann so weiterläuft. Ich habe mir jetzt ein paar Effekte gegönnt. Und anscheinend hatte ich... Ich glaube, Resistance hatte ich da. Weil ich da einfach so YOLO-mäßig runtergesprungen bin. Jo, jetzt habe ich auch gefinisht. Auch wenn es ein bisschen verbuggt ist, dass hier schon das Ende ist. Und eigentlich sollte ja da unten das Ende sein. Aber passt schon. Gucken wir mal uns die nächste Runde an von mir. So. Da bin ich... Oh, ich bin instant runtergefallen. Fail. Ja, gut. Gucken wir einfach mal weiter, wie es so läuft. Da earne ich gerade ein paar Coins. Oh, lol, bin ich schnell unterwegs. Oder hätte ich springen. Sowas ist kacke. So. Oh, bin schon wieder verreckt. So. Da unten sind Coins. Digga, gönnen sie dir. Nein! Was? No. Ah, schade, ich komme da gar nicht mehr ran, oder? Nö. Schade. Schade, schade. Ja. Dann geht's weiter runter. Je gut. Ich wundere mich, dass ich noch nicht längst verreckt bin. Ich glaube, ich hatte irgendwas wie Regeneration oder Resistance oder Absorption. Eins von den Lucky-Effekten definitiv. Weil ich halt so schnell runtergelaufen bin. Da hat einer gefinisht. Das war mies. Und jetzt
habe ich mir halt ganz viel Stuff gegönnt. Und ja, wenn wir einmal kurz vorspulen, damit es ein bisschen schneller geht. Also ich habe auf jeden Fall guten Stuff gehabt. Ich weiß noch, dass ich auf dem Schwert Sharpness 4, Verbrennung 1, Haltbarkeit 3 hatte. Und auf einigen Rüstungsteilen auch Schutz 3 und Haltbarkeit. Das ist schon ziemlich nice. Da bin ich wieder. Hi! Wie gut. Das wird mir jetzt doch ein bisschen zu schnell. Gehen wir aber mal wieder auf normale Geschwindigkeit und springen dann wieder zu mir. Yo, das Game geht noch 3 Minuten. Also habe ich das ziemlich schnell vorbeigebracht. 12 Kills. Nee, Spaß. 12 Spieler, dass sie so schnell umkommen. Wundert mich ein bisschen. Oder gibt er mir ganz schön Low Ground. Aber ich gebe ihm die Crit Hits. Und da hatte ich ihn noch geholt. Mit 3 Herzen, es war ziemlich knapp. Und ja, das abgefischt. Suche ihn mal zu holen noch. Also ich versuche das gerade so ein bisschen aus der Sicht meinerseits zu kommentieren. Der hatte auch ein Verbrennungsschwert. Ich glaube, der hatte sogar ein besseres als meins. Deswegen war ich ziemlich low. Ich habe 0 Herzen. Beziehungsweise ich hatte nur ein halbes Herz. Das ist krass. Also er hatte sicherlich ein Verbrennung 2 Schwert. Da bin ich mir noch sicher. Ups. Entschuldigung. Und ja, es leben noch 4 Spieler. Das ging ziemlich schnell. Ich habe ein paar Kills auch schon gegönnt. Da ist der nächste. Kill. Vielleicht bei mir. Ich habe jetzt 3 Kills, glaube ich schon. Ja, ich habe 3 Kills. Und da ist Tobi Pinkschelle. Alles klar. Jo, da versuche ich ihn einfach noch zu holen. Aber eine Verbrennung wird man auch langsamer. Und da habe ich ihn noch geholt. So, da liegt ein Bogen. Den habe ich mir erstmal gegönnt. Ich glaube, ich habe... Da oben ist der andere Dude. Gucken wir mal kurz. So, da. Da ist er. So, der hat auf jeden Fall nur einen guten Bow. Daran erinnere ich mich noch. Aber halt so gar keine Rüstung. Ist schon ziemlich ärgerlich. Theoretisch wäre es eigentlich eine gute Chance, wäre er da runtergegangen. Wäre da runtergegangen, hätte ich diesen Stuff gegönnt, weil da lag schon nicht schlechter Stuff unbedingt. Aber für mich war es halt Noob-Stuff, weil ich halt so übelst OP bin. Und er hat auf jeden Fall einen Bogen mit Verbrennung. Und ich war da erstmal am Anfang ratlos, was ich da überhaupt machen kann gegen so einen Verbrennungsbogen. Ich glaube, der hat sogar Infinity. Ja, der hatte Infinity. Also Unendlichkeit. Ja, dann bin ich einfach mal so sneaky, breaky durchgesnaselt zum Haus, damit er mich erstmal nicht abschießen kann. Dann bin ich einfach mal kurz hier hintergelaufen. Bin dann wieder ins Haus, hab angefangen zu sneaken. Wollte kurz beobachten, was er jetzt so macht. Und ja, er checkt erstmal nicht, wo ich bin. Das finde ich nice. Da habe ich immer 5 kurz geguckt und jetzt renne ich zu meinem Haus, weil ich dachte mir, er hat dieses Haus halt mit Jump-Run-Skills hier irgendwie bekommen. Und da ist er runtergesprungen, das ist mir aufgefallen. Da unten ist er dann. Dann versuche ich ihm so den Weg abzukürzen. Aber er hat natürlich keine Chance, er gibt mir natürlich den Turn jetzt noch. Er hat sich Stuff gegönnt von mir. Es war eine gute Idee, aber es hat am Ende leider nicht gereicht. Und ich habe das Spiel beendet. Nice, Leute. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich einfach diese kleine Vorstellung von diesem Plugin. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Wir sehen uns einfach mal die nächsten Tage. Und haut rein. Und tschüss.